gehe ich nochmal dahin. Aber ich glaube nicht, dass ich meine Mutter habe. Denn ich könnte halt aus der Anwaltskanzlei arbeiten. Ich glaube die Frau nicht. Und Oshino war das, ne? Okay. Ich glaube, morgen spielen wir dann auch nochmal. Judgment. Ich will hier einfach. Es hat jetzt für mich oberste Priorität. お邪魔か?お邪魔かだ?もし頭に見られたら、お前、ん?あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前にかまってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあ、そのすぐ後、頭は事務所を出てそれっきりだ。 札が来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ?ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。たく、座れ。夕べから松金組は大変だね。ああ。事務所は札でごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに? 事務所の守り固めにだ。組の者は全員招集かけられてる。なるほど。それにしても、なんで教令会は急にやる気になったんだ?今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバー2ってのが、神室町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2?教令会の若頭で、 塩谷聡、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の跡目だ。じゃあ、昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ。しかも塩谷が本当に狙ったのは、多分、羽村の頭だ。ん?なんでそんなことが?うん、わかるんだな。こいつは、昨夜殺された栗本の写真だがよ。うー。
両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃない、服装の方だ。ん？この服が何だって。昨日は頭も、こんなジャージを着てたよ。え？栗本とは年も性格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われた。 Der Angriff der Kyurei galt also ausdrücklich Hamura, nicht dem Tōjō-Clan. Naruhodo. Sore de awatete kumogakure shita no ka. Waratcha arui no kana? Omae, zuibun yoyū da na. Kashira o nerau kyōreikai ni shitara yo. Sore o muzai ni shita renchū mo jūbun mato ni naru. Sou janei ka? Ja, ore mo nerawareru no? え、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。皇帝で弁護してたのはあいつだろう。ああ、片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。 Mr. Krabs! キムさん。よう、優等生やろ。元気だったかい。ま、誰だ。京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったね。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫？静かにしやれ。お友達が大切ならこいつの店に来い。今すぐにだ。 Könnt das jetzt. Shintani wird warten müssen. Ich muss zuerst Kinzer. Noch eine Verlagsanfrage. Thank you.
fing das jetzt mit dem Cajun Clan an.相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてところ。おう、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどうも。俺はホンダ、 景品同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。ホンダ、お前も一緒にこいつを締めるぜ。一緒に行くぞ。決めるぜ。ホンダ、てめえ血迷ったか。美味しい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってなら お前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。はあ。俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、 噂以上だ。最高だな。おい、こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが、今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。 行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか。<笑>あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう。早く。あ、あ。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。 ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂、聞いたことあります。喧嘩狂いのホンダ、景品同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。そう、ムスンディンクランツ、ゼフトゥアン。はい、景品同盟の中でも特に目立っている4人が、そう呼ばれているそうです。火災、ホンダ、そして 榊場、古賀、彼らはそれぞれ派閥を持っていて、多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさん
お金を稼いでるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。Je nachdem, wie viel Fortschritt du gemacht hast und wie viel Zeit vergangen ist, befinden sich mitunter mehr Kayen-Gangmitglieder auf den Straßen als sonst. Die Bedrohungsstufe gibt einen Hinweis darauf, wie viele von ihnen es gibt. Seit die Bedrohungsstufe angezeigt wird, erscheinen mächtige Kayen-Gang-Anführer in der Stadt. Die Bedrohungsstufe. Ja, ich bin tödlich verwundet. Freund jetzt. Und da ist ein Fall. Gehen wir erstmal zum Freund. Und wo ist die Bedrohungsstufe? Wo sehe ich die auf der Karte? Es wird bloß nicht frech. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen Respekt zeigst? Respekt dafür, dass ihr mich abzocken wollt? Ich zeige euch Respekt, wenn ihr eure Schulden begleicht. Wie wäre das? Ah? Hast du die Kayen Gang? Hat hier irgendwelche wohltätigen Spenden zu verteilen? Schon wieder dieser Spinner von der Kayen Gang. Die machen echt überall Probleme, oder? Ich kann das einfach nicht ignorieren. Ich muss mich einmischen. Hey! Oh, du bist! Was machst du denn hier? Ja. Ihr zahlt nicht nur eure Schulden nicht zurück. Ihr wollt auch noch euren Gläubiger angreifen. Ihr seid echt das Letzte. Oh, tut dir der Typ etwa leid? Wie wäre es, wenn ich dann dich statt ihm bestrafe? Gerne. Kasai's Crew. Ist in Ordnung? Ja, dank dir. Ich vermute, du kennst diese Penner bereits. Das könnte man sagen. Sie mögen mich aus verschiedenen Gründen nicht besonders. Klingt irgendwie unschön. Seht ihr? Ich wusste doch, dass ihr das Geld habt. Also dann mal her damit. Hoffentlich erstickst du dann, Bastard. Aber das wäre erledigt. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht richtig vorgestellt, oder? Ja, gar nicht. Nein. Ich bin Takayuki Yagami. Ich arbeite als Detektiv in Kamurocho. Ein Detektiv? Interessant. Ich bin Katsufumi Kamaguchi, der Chef von Turtle Financing. Mein Büro ist hier in diesem Gebäude im zweiten Stock. Kurz gesagt, ich bin Schuldeneintreiber. Kamaguchi! Oh, wir haben noch zwei Aufträge. Und du wolltest ausgerechnet bei der Kayen Gang Schulden eintreiben? Ja, hätte wissen müssen, dass sie nicht zahlen wollen. Ist auch nicht das erste Mal, dass sie mich angegriffen haben. Schreck hier, Bastard, die glauben auch, sie können machen, was sie wollen. Und echt unmöglich. Ja, die sind mindestens genauso lästig wie die Yakuza. Du solltest wissen, dass diese Trottel nicht die einzigen waren, denen ich Geld geliehen habe. Ich habe auch mit einigen ihrer Anführer Geschäfte gemacht. Anführer? Und mit wem genau? Kenta Kasai und Renji Honda. Sie schulden mir 800.000 Yen, jeder von ihnen. Moment, du hast denen Geld geliehen? Mann,
Du solltest echt nicht so leichtgläubig sein. Ach was, sag mal Yagami-san. Du bist doch gut darin, Leute aufzuspüren, oder? Du bist ja schließlich Detektiv. Hi. Naja, das gehört zum Job, ja. Und was ich so bisher gesehen habe, bist du auch in einem Kampf zu gebrauchen. Könntest du diese beiden Volltrottel für mich aufspüren und mir mein Geld besorgen? Was? Willst du wirklich, dass ich das erledige? Ja, ich bezahle dich da. Ich habe sowieso ständig mit ihnen Ärger. Okay, ich denke, ich kann deinen Fall übernehmen. Super, du tust mir damit echt einen riesen Gefallen. Wir reden hier von der Kahin-Gang. Selbst wenn ich sie ignoriere, drängen sie sich in mein Leben. Schätze, ich muss sie jetzt einfach zu Kamakuchi-san schleifen, wenn sie ihre hässlichen Visagen zeigen. Oh, ist schon spät. Ich muss dringend wieder ins Büro. Wir sehen uns. Alles klar. Mit ihm mache ich also die maximale Bedrohungsstufe. Wenn die maximale Bedrohungsstufe erreicht ist, sind nicht nur weise Kahin-Gang-Leader unterwegs, sondern es erscheint auch ein Kahin-Gang-Anführer irgendwo in der Stadt. Um die Bedrohungsstufe zu senken, musst du entweder diesen Anführer besiegen oder etwas abwarten. Wenn du den Anführer besiegst, werden die dankbaren Anwohner dich belohnen. Ich sehe aber die Bedrohungsstufe nicht. Das heißt, das ist wie in anderen Yakuza-Teilen, wo ich einfach Gegner verprügeln muss, bestimmte. Finde ich cool, sowas. Ich denke mal, den kann ich noch nicht weitermachen. Das mache ich halt nebenbei. Erstmal kümmere ich mich um den Fall. Ja, ja, schon etwas länger. Und wenn ich Gegner sehe, prügel ich einfach drauf los. Bedrohungsstufe habe ich noch keine. Bin ich hier falsch? Ah, ja. Ich musste erst den anderen Fall lösen, um den Fall zu bekommen. Wie geht es Ihnen, Kawada-san? Yagami-san. Oh, Yagami-san. Entschuldigung, dass ich Sie von so weit her habe kommen lassen. Keine Sorge, wie verkauft sich der Roman, für den Sie die Rechte bekommen haben? Yeah. Ehrlich gesagt, konnten wir ihn noch nicht veröffentlichen. Warum das? Meinten Sie nicht, er würde sich verkaufen wie geschnitten Brot? Ja, aber dafür müssen wir ihn erst veröffentlichen. Und in der Hinsicht haben wir leider ein kleines Problem. Mhm. Was passiert? Ich habe das Buch gelesen und es kommt mir unverständlich vor. Ich will damit sagen, dass ich glaube, dass er einen zweiten Teil schreiben wird. Aber hätte er das Ihnen nicht gesagt? Tja, das hätte er tun sollen, hat er aber nicht. Jedenfalls können wir das Buch so nicht veröffentlichen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Und wie ich es mir dachte, redet Katagiri-Sensei bereits von seinem nächsten Werk. Es muss der Nachfolger sein. Ich schätze, das liegt nah. Oh. Warten Sie, sagen wir jetzt nicht, dass Sie mich deshalb scharf geschlussfolgert, Yagami-san. Ein weiteres Event mit einem weiteren Rätsel, das gelöst werden will. Ah, es geht weiter. Oh, klasse. Ich brauche Sie dafür, Yagami-san. Ich werde Ihnen sogar mehr bezahlen als beim letzten Mal. 210.000 Yen. Wie klingt das? Na schön, falls ich es hinkriege. Und das kann ich nicht garantieren. Ich werde es versuchen. Mehr würde ich gar nicht verlangen. Vielen herzlichen Dank.
Dann gehen wir. Sind Sie bereit, Yagami-san? Klar. Okay, gehen wir. Dann nichts wie los. Derselbe Veranstaltungsort, wie ich sehe. Warum ändern, was sich bewährt hat? Verehrte Gäste, vielen Dank, dass Sie Katagiri-Senseis neueste Buchankündigung beiwohnen. Zunächst bitte ich um einige Worte vom Schöpfer selbst. Die Bühne gehört Ihnen, Katagiri-Sensei. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Wie Sie wissen, habe ich die Verlagsrechte meines letzten Buchs an den Verleger vergeben, den man Rätsel lösen konnte. Ich bin froh, dass mir so ermöglicht wurde, mit einem Verlag zu arbeiten, den ich sonst nie kennengelernt hätte. Tatsächlich hat mich das alles dermaßen inspiriert, dass ich mein nächstes Buch früher fertigstellen konnte als geplant. Da es das letzte Mal bereits so gut funktioniert hat, werde ich dessen Verlagsrechte wieder über ein Rätsel vergeben. Geben Sie Ihr Bestes und vielen Dank! Okay, Yagami-san, drängen Sie Hirn an. Sie sind bereit, das Rätsel vorzustellen, aber kommen wir zunächst zu den Regeln. Wie zuvor wird die Lösung des Rätsels einen Code ergeben, mit dessen Hilfe dieser Safe geöffnet werden kann. Darin werden Sie das Manuskript zu Katagiri-Senseis neuestem Buch finden. Wenn Sie glauben, die Lösung gefunden zu haben, kommen Sie einfach auf die Bühne und versuchen Sie Ihr Glück. Wenn sich der Safe öffnet, Glückwunsch. Damit haben Sie die Verlagsrechte des Romans gewonnen. Also, wenn alle bereit sind, hier kommt das Rätsel. Noch so ein Hammer. Was meint sie, Yagami-san? So einfach. Ich muss nur einen Moment nachdenken. Schauen wir mal. Das sind Multiplikationen. Es muss ein System hinter den Antworten geben. Oh, vielleicht. Schauen wir mal. Das sind Multiplikationen. Es muss ein System hinter den Antworten geben. Jetzt ist die Frage, werden die Zahlen einzeln genutzt oder im Ganzen? Oh, was ist das denn? Ich komme hinter das System diesmal nicht her.
was zum... Also es kann ja immer nur eine Zahl sein. Gib mir noch mal mehr Tipps. Für mich ergibt da, ist da kein System eigentlich drin. Vor allem, ich weiß nicht, ob die 111 als, ob die jetzt eine Zahl ergeben. Vor allem, was ergibt dann 3? Ich könnte mir vorstellen, dass die dritte Zahl auch eine 1 ist. Aber das Ergebnis daraus ist eine 0. Also da ist kein Sinn, es gibt einfach keinen Sinn. Warum ist 3 mal 4 2? Mal 4 ist nämlich 12. Und warum wird aus 12 2? Erste ist eine 3. Zweite ist eine 4. 3. 4, 1, 2? Wirklich? So kennen Sie Yagami-san? Dann nur auf die Bühne. Ja toll, ich hab's mittlerweile wieder vergessen. Ja, wie es aussieht, ist Yagami-san von Cloudy Skies Publishing wieder hier, um den Code zu knacken. Yagami-san, was haben Sie für ein Gefühl? Tja, ein ziemlich gutes, würde ich sagen. Das hört sich vielversprechend an. Versuchen Sie Ihr Glück. Okay, Zeit, den Code einzugeben.
Rätsel nochmal überprüfen. Code lautet. Ja! Die Anzahl der. Der Zahlen war das Richtige. Unglaublich! Yagami-san von Cloudy Skies Publishing hat es schon wieder geschafft! Die Anzahl der Ziffern der Multiplikation haben unsere Antwort ergeben. 3, 4, 1, 2. Beeindruckend. Sieht aus, als würde Cloudy Skies zwei meiner Bücher veröffentlichen. Sie sind wirklich eine Nummer für sich, Yagami-san. Nächstes Mal muss ich mir ein besseres Rätsel ausdenken. Oh ja, bitte mach nochmal ein Rätsel, das war cool. Und nächstes Mal? Sie sind ein Genie, Yagami-san! Es war aber dann... Es war zu simpel! Es war einfach zu simpel! Noch einmal vielen Dank, Yagami-san. Sie sind ein unglaublicher Detektiv. Das war nur Glück. Wenn ich so gewollt, so unglaublich wäre, würde ich auch unglaublich viele Fälle kriegen. Sie sind zu bescheiden. Sie haben zweimal hintereinander den Code geknackt. Das kann kein Zufall sein. Ich bin einfach nur froh, dass ich helfen konnte. Vielen Dank. Hier ist Ihre Bezahlung. Sie haben sie sich verdient. Danke. Ich habe einiges mit Katagiri-Sensei zu besprechen. Also werde ich mal gehen. Ein Fall, bitte, noch ein Fall. Aber warum hat er gesagt, dass es ein nächstes Mal geben würde? Ein drittes Mal. Ich wäre dabei. Aber gucken wir uns mal an. Der Fall müsste dann hier sein, ne? Noch ein rätselhaftes Event abgeschlossen. Ein Zeitvertreib, warum nicht? Siege die Kahin-Gang-Truppe. Gut. Also es gibt nur eins. Das letzte Rätsel da, ne? Aber dafür muss ich einen anderen Fall lösen. Vorher. Gut. Gehen wir zur Anwaltskanzlei.